Süß. Du bist ganz alleine, mein Freund. Tschüssi. Bam. Cool. Yeah. Schalalala. Lalala. Yeah. So. Jetzt ganz vorsichtig. Ja, alles oder erhalten. Höherer Schaden bei erfolgreichen Action-Kommando. Bei einem Fähigkeit betrachtet Schaden 0. Ja, ich hasse ihn auch eigentlich. So, ich muss jetzt ganz vorsichtig sein. Genau deswegen. Ja. Komm her. Erster Griff erfolgreich. Schalala. Schwerbar. Und tot. Bam! Gib mir deine Sternenkraft. 3. Vorher habt ihr 4 gegeben. Dieser Dörf. War so klar, dass da noch Stacheln sind. Komm her. Komm her. Ja, toll. Komm doch noch näher ran. Willst du kuscheln? Willst du kuscheln? Hm. Kuscheln? Ich kuschel gleich mit dir, Junge. Bam, tot. Cool. Könnt ihr nicht mal gemeinsam angreifen? Allein seid ihr schwach. Kuscht. No. Hm. Okay. Und geschafft. Ja, Barbara trifft es mal wieder, aber egal. Solange es ich nicht bin. Safe Point. Perfekt. Aber ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich habe noch Zeit. Lass uns mal aufnehmen. Oh, hallo Flämmchen. Moment. Barbara, du bringst mit diesem Kampf gar nichts, weil du heilst den Gegner. Hallo. Obwohl, ich hätte eigentlich drauf springen können. Ich kann ja drauf springen. Egal. La 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 la. Oh, hallo Flämmchen. Ich glaube, du heißt Irrlicht. Kann das sein? Wow, hältst du viel aus, mein Freund. 10 KP hast du. Zornlicht. Oh, Entschuldigung. Zornlicht. Moment, war grün nicht die Hoffnung? Ein grünes Zorn. Okay. Grün ist der Zorn. Grün ist Zorn, Neid und Glück. Egal. Wow, schneller. So, hier kann ich runterrollen. Wow. 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 Geschafft. Ganz einfach. Das habe ich früher immer mit Barbara gemacht. Das war ziemlich nervig. Kann ich euch sagen. Okay, was war hier schon wieder? Gegner? Irgendwo? Anywhere? Enemies! Kommt doch raus! Ah. Hallo. Weicht zurück, elenden Sterblichen! Verdammt ist jeder, der die Ruhe ihrer finsteren Majestät stört! Yeah! Wow! Kein Sterblicher soll jemals diese Schwelle überschreiten! Nein, das gleiche wie in Logatzburg! Na los! Das Bild ist der Haut ab! Dieser Feigling! Man schneidet mir den Weg ab! Los, komm her! Komm her! Ha! Paddle! It's time for a battle! Mini-Boss-Time! Oh Mann, haben wir viele Fluchen in diesem Kampf nicht möglich. Wenn wir schon fliegen, wenn er kämpfen kann. Okay, Mach mal Power Plus. Power Plus! Okay, ich brauche nur eigentlich nur einen für einen guten Ultrapanzer, oder? Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen. Aber Def ist sicher auch gut. Weil Mario hat sich so wenig aus, leider. Wegen Angriff plus minus. Minus Verteidigung. So, das sieht auch gut aus. Ja, das sieht gut aus. 3, 2. Supi. Bam! Gut. Verteidigung erhöht. So, dann nochmal ein Ultrapanzer. So, diesmal drücke ich auch wirklich nach links und lass nicht gedrückt. So, komm jetzt! Full Charge! 10 Damage. Und der wirft. Au! Macht gut Schaden. Nochmal ein Sprung. Ich ziehe das ab. Genug! Und schon ist der Miniboss tot. Ja. Das war ein Miniboss und der gibt. Wow! Verdammt viel Sternenenergie. Sternepunkte. So, gibst du mir einen Schlüssel? Ja. Palastschlüssel erhalten. Wie die sich alle durch die Wand glitschen. Lame! Palastschlüssel benutzen. Ja, wie man hier sehen kann, ich werde oft den Partner wechseln, weil erstens mal werden wir öfters mal die Fähigkeit unserer Partner benutzen. Zweitens wegen dem Kampf von Ultrapilz. Super! Und neue schöne Kanonen! Ah, wie ich kann hier rüberspringen? Geil.
Ich kann rüberspringen. Hallo, tschüss. Bam 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 balalala schalala. Du 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 schu. Schu 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 schu. Kupio. Ultrapanzer. Ich liebe Ultrapanzer, wisst ihr das eigentlich? Sozusagen ein Erdbeben, das die diese Verteidigung des Gegners umgeht. So, ein Hammer drauf und das war's. Schalalala, schalalalalalalala, bam! Das war's. Yeah! 8 Sternpunkte! Lalalala! Oh yeah! Also hier kann man extrem gut leveln. Ja, wer hätte das gedacht? Hey, Münzen, bleibt hier! Auch wenn ihr nichts kaum mehr was bringt, aber bleibt hier. Hallo? 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 Blämmchen! Danke! Erstangriff erfolgreich! Lala, oh my fucking god. Oh, hoppla. Gut, wie viel ziehst du mit dem Powerpanzer ab? Bum, 6, okay. Akzeptabel. Dann mache ich hier einen Multisprung. Und bam, tot. Yeah. Hey, Luigi ist im Publikum gewesen. Luigi! Luigi! Was macht Luigi hier? Luigi, was machst du hier? Luigi, musst du nicht zu Hause den Herd hüten oder so? Hallo, Zornlicht. Ciao, Zornlicht. Du 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 Schululu. Sie sagt mir Schululu. Egal. Und tot. Die Zornlichter geben extrem viel. Okay, sie geben nicht so viel. Ich dachte, sie geben 4. Egal. Gut, dann geben sie halt nur 3. Auch gut. Du 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 du. Bald wieder ein Level A. Ja, das ist sozusagen der Palast des Level-Ups, kann man sagen, weil wenn man hier wirklich jeden Kampf macht, dann kriegen die ja extrem viel Sternenergie zusammen. Und, wenn ich jetzt so in der Mitte laufe... Ja, perfekt. Yeah. Perfekt. Super. So muss ich nicht kämpfen. Damit ich wechsle mal auf Bar-Omb. Und da ist ein Aeros-Angriff erfolgreich, meine ich. Du 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 du. Hallo, du Bombe. Man, Bombe, Kanone. Bartom ist die Bombe. Nee. Komm. Power Ring. Also, ich bin jetzt wirklich einer, der gerne mal die Sternenergie auch mal in normalen Kämpfen nutzt. Nicht nur bei Minibossen oder Bossen. Weil die Sternenergie erfüllt sich so extrem schnell auf. Vor allem Max-Beben ist extrem cool, wenn man es hat. Weil, sobald man Max-Beben hat, kann man es wirklich so oft benutzen, wie man will, weil nach ein paar Kämpfen ist dann die Sternenergie wieder voll. Exzellent. Schalalalalala. Und Bams. Lalalalalala. Schalalala. 87. Noch 13 habe ich ein Level ab. Ich glaub's ja nicht. Und Waluigi Mario sieht so cool aus. Was war hier da? Ah, hier gab's nichts Böses. Keine Fallen, meine ich. Eine Münze. Toll. In Norden. Was ist das? Er hört die Angriffskraft eines Panes um. Oh, 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 oh. Was kostest du? 2. Das könnte ich abziehen. Charge P. Eispower brauche ich. Protektor, ne. Obwohl. Was sieht mir Protektor aus? Moment, wie viel habe ich jetzt? 5. Moment mal, sortieren. Benötigte OP. Was braucht denn alles 3? Feuerschlag. BP Plus. Habe ich KP Plus? Nee. Moment mal, ich will Elektriker haben. Kann ich irgendwas noch abziehen? Mach mal Powerhauer. Ich habe hier einen Anti-V-Hieb. Oder nehme ich was anderes? Gute Frage, ne. Ich nehme Elektriker. Gut. Nichts mit P. Oh, Chele Royale. Geile Scheiße. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Leute, nicht zerstör mich. Ich hätte draufspringen sollen, egal. Lala, schalalalalala. Wow, viele Gegner. Bam! Ja! Ha, Defensivangriff gehen und öfter nehmen. Das finde ich so toll am. So toll am
Elektriker. Ja, komm. Ich weiß nicht, ob Powerbomber den überhaupt was abzieht, weil das eigentlich eine Feuerattacke ist, aber mal sehen. Ah, what the? 11 Damage! Bartomb! What the? Wow! Bartomb, you're awesome! Erstangriff. Erfolgreich! Schalalalalalalalala. Hab ich noch ein bisschen Sternenergie übrig für eine gute Attacke, Power? Oder so? Natürlich, beinahe. KP erhöhen sich. Oh, KP erholen sich. Geil. Wie man sehen kann, Elektriker ist auch ziemlich nützlich. Habe ich jetzt eigentlich im regulären Spielverlauf eigentlich so gut wie nie benutzt. Also Elektriker, weil er 4 BP war da für mich ein bisschen viel. Und dann nehmen wir bei Bossen angelegt. Und der mit Elektriker kriegt man ja von Atombu. Oh komm, den will ich noch töten. Perfekt. So. Yeah, machen noch einen großen Kreis. Yeah. Bam. Und gib mir das Level up. Yeah. Gut, wieder mal KP. Also ich hau mal die KP auf 50 rauf. Also auf 45. Ich krieg ja 5 durch den Orden. Und dann hau ich mir mal die BP ein bisschen rauf und dann eventuell noch die Ordenpunkte. Aber ich denke mal, so weit komme ich nicht mehr. Rachepulver. Schön. Brauche ich zwar nicht, aber... Münzen's Nose! Hallo, bam, tot. Obwohl, tot eigentlich nicht, aber... Geschwächt, sagen wir es so. Lalalala, schalalala. Bam! Yeah! BP holen sich kurzzeitig. Super. Und Power... Wir machen Powerbomber. Und it's time to explode! Bam! Ich sollte mal den What the fuck Boom Witz bringen. Nee, obwohl doch. Vielleicht im nächsten Kampf. Ah, der Raum, okay, ja. Das ist so ein Labyrinth, das kennt man ja aus Paper Mario 1. Und zwar da, wo die Fackel brennt, zum Beispiel da unten, da müssen wir durch die Tür rein. Ansonsten. Ja, landen wir wieder am Anfang. Was nicht schön ist. So, ich glaube, es war unten, oben, oben. Und. Nein. Unten, unten, oben, unten, oben, oben, unten. Glaube ich. Das müssen wir nach oben. Glaube ich. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, weil zum Glück sehen wir die brennende Fackel. Bam, bam. Und nein, wir müssen nicht ein einziges Mal nach links. Das wäre ein bisschen paradox, wenn wir nach links müssen, um nach rechts zu gehen. Jetzt müssen wir nach unten. Nö, oben. Bläh. Gut, dann war es unten, unten, oben, oben, unten, oben. Waren, glaube ich, nur 6 Gänge. Komm schon, sag mal, dass ich jetzt nach unten muss. Jo, nach unten. Hab ich noch gesagt, dass ich die Schlossmusik hier mag? Ich glaube, ja. Aber, es muss gesagt werden, hier ist wirklich tolle Musik drin. Ja, jetzt muss ich nach oben. Und jetzt sollten wir eigentlich durch sein, oder? Nö, noch nicht. Okay. Was noch einmal unten? Ja, einmal unten. Okay. So, man muss sagen, auch wenn man das Spiel blind spielt, habe ich es von Anfang an sofort erkannt und... Oh! Oh! Oh ja! Oh ja! Jetzt sind wir hier. Mann, hier ist ja ein Ort seltsam als der andere. Diese Katakomben scheinen unendlich zu sein. Wo sind wir hier eigentlich? Gute Frage. So, hier brauchen wir Bartomb, weil da ist so ein... blödes Ding, dass wir springen müssen. Und hier ist ein Jump! Die ersten, die wir im Spiel sehen, nein, die ersten waren, glaube ich, in Falkenheim, genau. La 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 la. Und BAM! 3 Schaden. Wenn man bedenkt. Angriffe gehen auf das Leben. Super. Gut, dann mach mal. Was machst du? Mach mal Anti-V-Hieb. Ich kann mir jetzt die BP mal ein bisschen verschwenden. Weil ich glaube, da rechts war ein Heilblock. Bam! 8 Schaden. Wuhu! Quattro cool. Und Bombe. Oh, verdammt. Ups. Ah! Mach keinen Schaden. Dachte ich mir. So, komm, geh daneben. Bam! Aber du kriegst einen Schaden ab. Und Anti-V-Hieb. Volle Pulle drauf. Bam! 2, 3, 4. Supidupi. Du 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 du
8 Sternpunkte. Oh yeah. Okay. Dann würde ich sagen, Leute, das war Paper Mario 2 für 3 Parts. Oder? Oder war es? Nein, es waren 2 Parts schon. Okay? 2. Ja. Und ich würde mal speichern. Dann das nächste Mal erforschen wir dieses Gebiet und ja. Dann geht's weiter und so weiter. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Cheerio!